So, mein Mann, wir haben eine Breaking News. Der YouTube-Kanal von Open Mind wurde von YouTube wiederhergestellt. Open Mind schrieb dazu auf Twitter, I am back. YouTube hatte vor einigen Tagen den YouTube-Account von Open Mind, welcher über 320.000 Abonnenten groß ist, gelöscht bzw. gesperrt. Und das, weil Open Mind 3 fragwürdige Community-Strikes bekommen hat. Daraufhin haben wir alle dazu beigetragen, dass dieses Thema öffentlich debattiert wird, warum der YouTube-Account von Open Mind von YouTube gesperrt wird. Viele von den Zuschauern haben die Auffassung vertreten, dass es sich hierbei um Zensur gehandelt hat. Und ich finde es nach wie vor wichtig, darüber zu sprechen, weil Open Mind ist nicht der einzige YouTuber, der unberechtigte Community-Richtlinien-Strikes von YouTube bekommen hat. Hierzu kann man auch die Namen Tanzverbot und Voll auf die Oma erwähnen, die ebenso unberechtigte Community-Strikes bekommen haben, wo man einfach nur den Kopf beischütteln kann. Open Mind hat nur noch 5 Videos auf seinem YouTube-Kanal. Das hängt womöglich damit zusammen, weil er vielleicht erstmal auf Nummer sicher gehen möchte, dass der Kanal nicht sofort wieder gesperrt wird. Eines mit der größten Probleme auf YouTube ist dieses 3-Strikes-System. Man bekommt 3 Strikes und dann ist der Kanal gelöscht. Und dann ist es erstmal egal, ob die Strikes zu Recht oder zu Unrecht vergeben wurden. Und eines steht fest, es werden auch Strikes zu Unrecht vergeben. Das zeigen auch die Beispiele aus der nahen Vergangenheit. Und das wirkt inzwischen so, dass es erst den öffentlichen Druck braucht, damit diese Kanäle dann auch wieder hergestellt werden. Vor einigen Jahren stand unter dem YouTube-Logo der Spruch Broadcast Yourself. Und inzwischen kann man das Gefühl nicht loswerden, dass man über jeden Satz 10-mal nachdenken muss, den man öffentlich auf YouTube sagt, weil man sich nicht sicher sein kann, ob das Video gesperrt wird, weil man vielleicht eine flapsige Bemerkung zu viel getätigt hat oder dass man vielleicht irgendetwas sagt, das irgendjemand auf dieser Welt als verletzend empfinden könnte und man dann das Video wegen Mobbing gesperrt bekommt oder so. Oder meinetwegen wegen Hassrede. Obwohl dann schlussendlich von Hassrede und Mobbing nicht einmal die Spur vorhanden ist. Dennoch muss man dann damit rechnen, dass der eigene YouTube-Kanal, den man sich vielleicht über Jahre hinweg aufgebaut hat, dann einfach so gesperrt wird. Und man dann darauf angewiesen ist, dass andere dieses ganze Vorgehen öffentlich machen, damit der eigene Kanal wieder entsperrt wird. Oder auch für alle Livestreamer ist das auch so eine Sache. Wenn man einen einzigen Strike auf YouTube bekommt, dann kann man nicht mehr livestreamen. Das haben Tanzverbot und Voll auf die Omme zu spüren gekriegt. Beide sind Livestreamer, unter anderem Livestreamer auf YouTube, die streamen auf ihren YouTube-Kanälen und beide haben einen Strike bekommen und können beide nicht mehr livestreamen. Und die Strikes, die sie bekommen haben, die sind mehr als fragwürdig. Also ist es auch besonders schwierig für Menschen, die versuchen, eine Livestream-Karriere hier auf YouTube zu starten. Und da sind deutlich mehr YouTuber, die dieses Problem haben. Der YouTuber Axel, der hat genau das gleiche Problem. Der kann auch nicht livestreamen auf seinem Hauptkanal, weil er auch einen Strike gekriegt hat vor einer Weile. Das große Problem an YouTube ist nicht nur das Strike-System, sondern wie dieses System auch verwendet wird. Man hat das Gefühl, dass YouTube sehr leichtfertig andere Videos sperrt und auch dadurch sehr leichtfertig YouTuber löscht. Und ich denke, ich kann hier für uns alle sprechen, an dieser Kultur sollte sich etwas verändern. Ich freue mich jedenfalls, dass wir gemeinsam etwas sehr Großartiges bewegen konnten, sodass Open Mind nun seinen YouTube-Account wiederhergestellt bekommen hat. Und ich hoffe, dass YouTube vielleicht auch in Zukunft etwas verändern wird. Und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr News Time.